Willkommen bei einer neuen Folge von Dark Souls 2. Wir sind wieder zurück. Ich hab die Seelen geholt, bin darüber gesprungen, bin diesmal nicht abgestürzt, genau. Und ich denke mal, wir lesen einmal die Nachrichten hier. Hilfe, Boss voraus, übrigens Vorsicht vor feindlicher Horde. Hilfe, Hilfe oder Hilfe. Vorsicht vor Leichtsinn, Visionen von Boss. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns ein Boss erwartet. Okay, probieren wir es oder wollen wir uns erstmal menschlich machen? Wie du meinst. Wir probieren es einmal so und wenn wir es nicht schaffen, machen wir uns menschlich. Ich nehme mal die normalen Seelenpfeile. Einfach mal so. Übrigens, jemand hat mir einen Tipp gegeben, dass man bei dem Boss jetzt erst einmal im Kreis laufen soll. Mehr stand in dem Tipp nicht. Ich befolge ihn einmal. Das habe ich dir aber das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Wir waren ja schon einmal da. Nein. Nein, waren wir nicht. What the fuck? Was? Das ist super. Am Arsch? Ja, der ist herrlich. Was ist das? Na, ein Pferdegespann. Wow. Lauf, lauf. Ja. Das sind die Dinger. Moment, hier steht, versucht Distanzkampf und dann Feuer. Moment, das kommt. Okay, das macht für uns die Skelette platt. Wir müssen wahrscheinlich einfach nur weiterkommen. Nein, wenn du hier bist, trifft es dich, glaube ich, nicht. Hehehe. So, jetzt kommt das wieder. So, und ist wieder weg. Hey, da ist ein... Hey, das ist ein Nekromant, deswegen stehen die Toten wieder auf. Okay. Wow! Komm, jetzt bitte! Das... Oh, das war jetzt... Geben die Seelen? Ja. Gut. Ich warte noch mal, bis der... wieder da ist, weil die haben uns ordentlich Blutungsschaden gemacht. Und... Bitte jetzt hinten hochschießen, aber du bist zu langsam. Weil irgendwann musst du da, ist jetzt das Covid. Wow! Wow! Du Arsch, du. Jetzt kommt er! Jetzt hinter Rein. Dir! Wow! So, und jetzt kommt er. Ich heil mich mal. Sicher ist sicher. Verdicht. Und er ja, kommt. Da sind zwei drinnen. Egal, ich renne. Hey, hier ist noch so ein... Oh, der hat dich gerade wiederbelebt, glaube ich. Nicht hin. Aber was wolltest du? Wow, fuck! Moment. Wow! Ja, ich verstehe dich nicht. Ja, ich du möchte kümmerst... jetzt erst einmal... Du bist eh noch stark nur, was? Okay, geben die Seelen? Ja, gut. Heißt das, es sind keine Skelette mehr da? Ich hoffe es einfach mal. Was ist denn das? Hey, vielleicht können wir den weg, aussperren. Weg, weg! Vielleicht können wir den aussperren. Wow! What the fuck? Okay, müssen wir jetzt gegen den Hauptgegner kämpfen, oder was? Okay, wie es scheint, ja. Wow! Du bist irre. Warum schlägst du nicht? Ich verstehe dich nicht. Was soll ich denn tun? Schläg dich! Ich kann nicht! Weg, 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 weg. Ja. Und weg. Oder schieß. Nein! Es ist spät. Oh, fuck. Die haben nicht viel. Weg! Ja. So. Weg, 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 weg. Ah. Du bist schon zweimal hinhauen. Oh. Nein! Ja, das ist, wenn man nicht schaut, wo man hingeht. Ärgerlich.
Ja, Ich hoffe, die Nekromanten sind tot. vor denen hat die keiner gewarnt, gell, dass man da stürzen kann. Nein, ich habe das auch nicht gesehen. Ich bin einfach. Ja, immer zugegangen, ja, weil du nicht schaust, was du gehst. Ja, an sich kann ich erwarten, dass hinter mir nicht auf einmal eine große Grube ist. Das ist irgendwie sehr ärgerlich und wir So. müssen wieder von hier. Ja, super. Ja, das Problem ist, wir müssen die Gegner töten, weil, wobei, ja, wir müssen alle töten. Warum? Weil ich habe das ausprobiert, mit meinem Nahkämpfer dorthin zu rennen. Es klappt nicht. Die springen viel zu früh runter. Die springen dann quasi auf einen drauf. Aber den könnte das schon gehen, oder? Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob der dann ankommt. Ja, wieso schaut schon. Und zwar habe ich herausgefunden, wie ich vorhin da mich herkämpft habe, wieder zum Boss, dass man die, wenn man die Waffe in beide Hände nimmt, einfach staggern kann und nach ihrer ersten Combo gar nicht mehr zum Zug kommen lassen muss. Was meiner Meinung nach sehr hilfreich ist. Nicht zu nah. Ja. Weg. So. So macht man das. Und nicht anders. Man lässt immer schön ihre Dreierkombi machen und schlägt dann voll zu. Jupp. So, komm. Ja. Okay. Wie gesagt, ich hoffe inständig, dass die Nekromanten jetzt tot sind und wir uns nicht mehr mit denen, sondern maximal noch mit den Skeletten beschäftigen müssen. Also, dass der eigentliche Progress bei dem Boss gespeichert wird. Vorsicht! Ja, den lässt erst gar nicht dazu kommen. Es Ja. ist auch sehr gut, ja. Ja. Jetzt Das. müssen wir wieder gegen den roten Teufel, oder? Nein, nein, der rote Typ, der ist für immer weg. Phantome. Moment, ich habe da unten doch gerade ein Item gesehen, Ja, oder? das ist das, wo meine Ohr. Aber wir haben das doch geholt. Nein. Egal. Wir werden jetzt aber auf jeden Fall. Ich weiß jetzt, warum das Hölle der Untoten heißt, weil der Bosskampf die Hölle ist. Wir. Zack. Erhalten unsere Menschlichkeit zurück und tauschen den Ring des Bindens. Ich glaube, der Chlorantie-Ring ist da wahrscheinlich einer der besseren, weil wir dafür viel Ausdauer brauchen. Den Antigift hätte ich auch genommen. Das hat aber kein Gift gemacht, das hat Blutung gemacht. Also. Bitte. Okay, ich bin mir. Keine Ahnung, geben die Seelen? Nein! Auf den Nekromantenmördern. Ja, jetzt ist. Komm! Ja, Du musst jetzt. gleich weg. Ja, der war da irgendwo links, Ja. in der zweiten Bucht oder so. Ja, was tust du? Was wolltest du? Alter, keine Kondition mehr! Schocke, Aspe. Nein, ich habe auch gesehen, du bekommst nicht mehr wirklich viel mehr Kondition, habe ich beim befreundeten Let's Player gesehen. Du Also musst quasi. weitermachen. Nein! Die geben doch keine Seelen, Doch, natürlich. die haben Seelen Ja, aber gegeben. warum ist der Nekromant dann wieder auferstanden? Jetzt schau, wo das. Wo ist der Nekromant wieder auferstanden? Wow, nein! Oh, fuck! Musst du ja nicht erwischen jetzt. Ja, können vor Lachen. Weiter. Ja. Der war jetzt irgendwo rechts, glaube ich, der nächste. Aufpassen. Oh. Ah.
nimm mal was zu dir, bitte. Ja. Aufpassen auf den Tag, kommen. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Den Hebel jetzt da umlegen. 10. Genau. Da hinten ist der. Das komische Ding, ja. Du musst weg von da. Jetzt kommt das Ding und. Ich probiere jetzt einmal. Weiter. Ich probiere jetzt einmal hinter dem zu bleiben. Oh! Warum hast du nicht weiter hier? Weil es vielleicht jetzt was macht, wenn ich hinhau. Aber nur wenn ich hinhau. Ja und? Du musst hinhauen. Und weg. Ja, Alter, ich hab gesagt, ich hau nicht hin. Ja, was willst du denn tun? Einfach nichts tun einmal, bis es was tut und dann den schwachen Moment ausnutzen. Du brauchst unheimlich viel Geduld bei Bossen. Unheimlich viel. Gut. Ich hätte zweimal hingehört und wäre weggelaufen. Alter, das rennt mir nach, weißt du, das ist schneller als ich. Hallo? Ja, aber wenn es was tut, nicht. Doch, es kann mich immer töten. Es hat ja so einen magischen Angriff über Distanz. Ich würde sagen, ich schneid euch raus. Du wirst jetzt da bleiben und wir werden das jetzt noch machen, den Weg. Ja, sicher. Und dann schneide ich euch vor dem Boss wieder rein. So, willkommen zurück. Wir sind auf dem Weg, noch ein, zweimal gestorben. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache mich aus einem Grund menschlich. Und zwar habe ich gehofft, dass hier Symbole sind. Aber ganz offensichtlich werde ich da enttäuscht. Scheinbar will das gerade diesen Boss gerade gar keiner machen. Also okay. Gut, auf geht's. So, wir rennen direkt mal durch. So. Er ist hinter dir. Ja, ich weiß. Ich weiß das. Alter, bitte, hey, hilf mir, Henkerswagen. Nein, der ist eine Sekunde zu spät gekommen. Diese Skelette, warum macht keiner diesen Bosskampf? Ah. Was machst du? Ja, da habe ich mein Schiff eingezogen. Deswegen haltet man sich nirgendwo an. Deswegen ist man immer schön mit den Händen in der Luft. Ich habe mich nicht angehalten. Du hast es, musst es ja berührt haben. Ja, ich bin angestreift. Eben. Ja, das ist eklig. Nichts ist eklig. Doch, das schon. So, ich werde mich jetzt noch einmal menschlich machen, weil das ist, dieser Bosskampf ist echt mein. Ich habe übrigens gehört, der Bosskampf ist optional, also sollten wir noch einmal sterben. Hör jetzt auf, an deinem Finger zu zuzeln. Und zwar, wenn jetzt da kein Symbol-Ding ist, dann kann er mich am Arsch lecken, weil ich glaube, zu zweit ist der Boss deutlich einfacher, weil ich verrecke ja bis jetzt immer im Stadium, wo das Pferd. Du warst aber schon viel weiter. Ja, ich weiß. Ich war zweimal am. Du hast anders gekämpft. Du hast die. Ich weiß, dass ich anders gekämpft habe. Ja, das ist schlecht. Die Typen sind echt im Nahkampf grausam. Nein, und sie sind grausam, wenn sie nicht diesen Move machen. So, also ganz ehrlich, das Gebiet ist heftig. Ist echt heftig, also die Gegner
gehen wir da schon ziemlich am Arsch. Und wenn der... Vor allen Dingen, dass die immer wieder auftauchen. Ja, wir haben sie halt noch nicht oft genug getötet. Wir haben uns noch nicht für würdig bewiesen, dass wir sie ständig kalt machen können. Nicht so nah, sonst kommen wieder alle. Ja. Jetzt gehst du wieder so nah hin. Na, jetzt sind alle wieder da. So. Fuck you, ganz ehrlich. Ja, ich weiß nicht, warum du jedes Mal so weit hinläufst. Wenn's die weißt, die kommen danach, das nutzt alles nichts. Doch, ich raste am Leuchtfeuer, dann können sie sich brausen. Du musst aber flott sein. So. Ich hätte mir nicht so viel Zeit lassen. Ja, ich, wenn meine Auster erst regenerieren muss. Dark Souls ist und bleibt das Spiel, wo man nur auf Ausdauermanagement schauen muss. So. Und ich habe jetzt beschlossen, fick dich, Henkerswagen. Fick dich, ich mach dich nicht. Ganz ehrlich. Wir kommen wieder, wenn wir überstark sind und ihn quasi one-hitten können. Aber für jetzt ist er mir, vor allen Dingen, da mir gesagt wurde, dass er optional ist, ist er mir definitiv ein zu großes Ärgernis. Allein der Weg dorthin ist fast schlimmer als der Boss selbst. So. Wir gehen wieder den Standardweg. Das heißt, wir müssen... Ach ja, übrigens. Bevor ich jetzt hier den Part beende... Nein! Nein, das ist schlecht. Bevor ich jetzt hier den Part beende, mir wurde gesagt, dass ich ja nur 3 Zauber verwende, obwohl ich 4 Zauberslots habe. Es werden wir, weil mir das jetzt erst eingefallen ist, bei unserem nächsten Besuch an einem Leuchtfeuer, natürlich ändern. Alter. So. Da drüben ist noch einer. So. Und weg mit euch. So, ich gehe jetzt hier rüber und... So, es gab einen anderen Bossnebel. Der war hier durch. Hey, was ist das? Traurigkeit, was ist denn? Hey, ein Leuchtfeuer! Wir haben einen Schlüssel benutzt, den wir irgendwann gekriegt haben. Geil. Hey, da ist einer! Who are you? Den haben wir schon gesprochen. Nee, glaube ich nicht. You've set me free. Now I can find him. Wen? Bastard. The cheeky prick. He won't know what hit him. Ja, aber wer ist der Typ? I am Crichton of Myra. Frage hat sich übrig. I travel from land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. Yeah. Nicht. Nein, vielleicht gibt er da you was. Be careful of him. Pate, I think he said. He wears this rather unusual ring. You know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker, so don't let him fool you. Ich weiß, wer Pate ist. Erinnerst du dich an den einen Typen im Wald, der gefallenen Giganten oder so irgendwie? Der Riesen. Ja, auch gut. Dort saß hier der eine Typ vor dem Tor, was hinter uns dann zugemacht hat. Hm? Der hat sich, glaube ich, mit Pate vorgestellt. Aber das ist mir jetzt einmal wurscht.
Haben wir seine Dialogoptionen genug ausgenutzt? Nein. Ah ja, Zaubereinstimmung wollte ich machen. Vierter Zaubereislot. Wir könnten das machen, wenn wir genug Intelligenz hätten. Ich glaube aber, am intelligentesten wird das hier noch sein. So. Piped, the man with a strange ring. Watch out for the slimy rat. And don't you believe a word he says. I'll find a common footpad and put an end to his roguery. Oh, jetzt können wir hier eine Geste lernen. Yay-Geste. Und damit war's es wahrscheinlich. Zauberei-Einstimmung habe ich mir jetzt doch nochmal anders überlegt. Wir werden das probieren. So, und was es damit auf sich hat, sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Dark Souls 2. Ciao. Ciao.